Ja, willkommen zurück, liebe Zuschauer, der Audi Star Talk heute aus Schalke mit Horst Held und Clemens Tönnies. Und wir haben es angekündigt, wir wollen uns jetzt ein bisschen näher auch mit Horst Held beschäftigen. Ein Mann, der Fußball im Blut hat, und zwar pur als Spieler und auch als Manager, Flemming Nessner. Markus Babbel, Ihr früherer Nachbar gewesen in Stuttgart, Armin Fee, der Mann, mit dem Sie Ihren größten Erfolg eingefahren haben. Und der Armin Fee hat noch einen kleinen Nachschlag für Sie, den wir uns auch gerne noch mal schnell anholen möchten. Bitte schön. Wenn wir beim Auslaufen waren und die anderen noch gespielt haben, wollte ab und zu mitspielen. Das ging dann so die ersten zwei Monate noch, aber dann haben wir gesagt, Horst, es ist vielleicht besser, wenn du deinen Job wieder machst und da oben im Büro sitzt, als bei uns mitspielst. Ich habe es ihm dann verboten. Hat er in der Tat. Das hat mich schwer getroffen. Ja, ja. Auf einmal hat er gesagt, also jetzt hör auf, bringt nichts mehr. Du qualifizierst dich nicht mehr für das Sonntagsspiel. War leider vorbei dann. Ja, Sie haben ja so einige feine Freunde in der Fußballwelt. Da gibt es ja auch Ihren ehemaligen Nachbarn in München. Also er hat bei den Münchner Löwen gespielt und Mehmet Scholl hat damals bei den Münchner Bayern gespielt. Und die beiden haben nachbarschaftlich nebeneinander gewohnt in München. Und zu der Zeit ist Mehmet Scholl mal gefragt worden, was würden Sie sich wünschen, wenn Sie an der Bundesliga etwas ändern könnten? Und daraufhin hat Scholl gesagt, ich würde für Horst Held das Gras kürzer mähen lassen. Ja, Mehmet, Ihr habt nebeneinander gewohnt, Wohnung an Wohnung? Ja, wir kennen uns ja schon ziemlich lange. Wir sind ja im ähnlichen Alter. Auch wenn es einen anderen Karriereverlauf genommen hat. Mehmet war natürlich der vielfach erfolgreiche Fußballer, aber wir haben uns recht früh schon kennengelernt in der Jugendnationalmannschaft und haben immer so einen selben Werdegang gehabt und sind dann gleichzeitig Profis geworden. Und das war dann reiner Zufall. Als ich nach München gewechselt bin, hat man natürlich, wo zieht man jetzt hin, was macht man jetzt, wie geht es jetzt weiter? Und ich hatte das Glück, dass ich natürlich dann durch die langjährige Bekanntschaft dann halt auch mit ihm Kontakt gehabt habe und habe dann mit ihm gesprochen. Dann hat er gesagt, ja, neben mir hier wird die Wohnung frei. Christian Ziege ist ausgezogen aus anderen oder privaten Gründen. Dann habe ich die Wohnung genommen, dann haben wir ein paar Jahre lang nebeneinander gewohnt. Und er hat dann, seine damalige Frau hat sich dann immer beschwert, weil der Garten bei mir nicht so den Pflegezustand hatte, wie es sich eigentlich gehört in der Nachbarschaft. So, kein Freund der Gartenarbeit. Nee, die haben dann auch irgendwann mal so ein eine Gartenfirma beauftragt und haben dann meinen Garten sauber gemacht. Ich war sehr froh darüber, dass die Hecke geschnitten wurde. Und, aber wir haben uns immer ausgetauscht. Und Markus war in der Tat wirklich auch mein Nachbar in Stuttgart. Und wir haben einen großen Balkon gehabt, der war aber getrennt. Und dann haben wir beide dann dafür gesorgt, dass halt da so eine, haben wir irgendwas rausgeschnitten aus dieser Trennung. Und dann sind wir tatsächlich mal über den Balkon in die jeweiligen Wohnungen gegangen. Das war immer ganz nett. Sehr schön. Können Sie sich eigentlich vorstellen, man weiß es ja nie in dem Geschäft, aber Mehmet Scholl ist ja im Moment jetzt Trainer in der vierten Liga, also macht Bayern 2 sozusagen, ist auch ein gefürchteter Fernsehkommentator, aber können Sie sich auch vorstellen, dass der den Sprung als Trainer in die Bundesliga schafft? Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Mehmet war ein exzellenter Fußballer. Ich glaube, das ist zumindest meine Überzeugung, dass natürlich die Leute, die sehr erfolgreich und lange Fußball gespielt haben, dass die irgendwas auch mitnehmen dann in ihrem späteren Beruf und dass das auch von Vorteil sein kann. Und ich glaube, dass Mehmet das exzellent machen könnte. Allerdings würde ich dafür dann plädieren, dass er dann aufhört beim Fernsehen, weil das lässt sich nicht miteinander vereinbaren. Sind Sie kein Freund seiner Kommentare? Da geht es gar nicht darum, dass ich kein Freund von seiner Kommentare bin. Ich glaube, das ist erfrischend, das ist Gutes und das ist dass wir das halt auch brauchen, die sogenannten Experten. Auf der anderen Seite würde ich mir dann schon manchmal wünschen, wenn man immer so Kritik äußert, das ist ja als Moderator berechtigt und muss auch so sein. Auf der anderen Seite würde ich mir natürlich dann schon mal wünschen, mal selbst auf so einem Stuhl gesessen zu haben, selbst so eine Verantwortung zu haben. Dann kann man vielleicht auch eine Kritik differenzierter von sich geben, als wie immer aus einer externen Situation heraus. Und das würde ich mir da manchmal wünschen. Und ich meine nur, dass Mehmet sicherlich ein exzellenter Trainer ist, er jetzt schon ein sehr, sehr guter Trainer. Ich glaube auch, dass er in der Bundesliga exzellente Arbeit leisten könnte. Nur ich, wenn ich der verantwortliche Manager wäre, würde ich halt von ihm verlangen, dass er seine Tätigkeit dann aufgeben würde, weil ich das nicht für gut finde. Ja. Wir
haben gerade in dem Beitrag gesehen, obwohl Sie ja noch relativ jung Manager sind, haben Sie schon einen sehr, sehr großen Höhepunkt einfahren dürfen. Ich glaube, es ist insgesamt der größte Moment in Ihrer Karriere gewesen, diese Meisterschaft 2007 mit dem VfB Stuttgart. Wir können uns, glaube ich, auch die Bilder noch mal anschauen, wie Sie da zusammen mit Armin Fee im Cabrio durch die Stadt gefahren sind. Waren das für Sie die einschneidendsten und glücklichsten Momente Ihrer Berufslaufbahn? Es war natürlich unerwartet. Das muss doch Wahnsinn sein, wenn ich 4 Stunden durch die Stadt fahre. Also wenn Sie da für 8 Kilometer, ich glaube, 5 oder 6 Stunden brauchen und die Leute, man schaut dann in so glückliche Gesichter und dann ist man natürlich sehr erfreut. Also man fühlt sich natürlich auch sehr, sehr glücklich. Auf der anderen Seite war es halt auch so ein bisschen, wir sind deutscher Meister geworden und man begreift das selbst gar nicht so, was man halt den Leuten damit für eine Freude macht und wie wichtig das im Prinzip für die Leute ist. Und das war so eine Mischung aus, selbst pure Freude zu haben, aber gleichzeitig auch einen kühlen Kopf zu bewahren. Ein bisschen peinlich war es einem halt auch, dass einem so viele Leute zugejubelt haben. Damit muss man ja auch erstmal zurechtkommen. Also es war auch eine gewisse Peinlichkeit, weil ja, wir haben ja nicht viel gemacht, außer deutscher Meister geworden zu sein. Also es war eine Mischung aus vielem. Und es war allerdings dann schon beeindruckend, dass 250.000 Menschen im beschaulichen Stuttgart halt außer Rand und Band waren. Das war ein tolles Erlebnis. Was gefasst, wenn das bei uns mal passiert auf Schalke. Schöne Überleitung. Natürlich muss die Frage kommen, wie groß ist die persönliche Sehnsucht, dieses auch auf Schalke zu erleben? Clemens Tönnies hat ja schon damit gedroht, dann ist hier richtig die Hölle los. Vielleicht, wie wahrscheinlich ist das, dass das diese Saison passiert? Das weiß ich nicht, das will ich... Fliege, was immer das ist. Gute Ableitung jetzt. ich glaube... Ja. Hoppala. Wenn es um Schlachten geht, ist Tönnies vorne, das ist da klar. Da kennt er nichts. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dieses Ziel weiter zu verfolgen. Und ich glaube, dass es für uns auch alle wichtig ist, dass wir danach träumen und uns danach sehen. Ich glaube allerdings auch, dass es wichtig ist, die Demut zu behalten und das Tempo zu diktieren. Und da sind wir alle einer Meinung, dass wir ganz, ganz viele wichtige Themen haben, die den Verein betreffen. Das fängt mit der Konsolidierung an und hört mit der Weiterentwicklung des Bergerfeldes auf. 41 Jahre bester Start. Haben Sie nicht doch jetzt endlich mal die Sehnsucht, Sie sind Zweiter in der Tabelle, dass Sie die Schale holen, diese Saison? Das kommt von ganz alleine. Das kommt vielleicht in diesem Jahr, das kommt vielleicht in 2 Jahren, vielleicht kommt es auch in 3 Jahren, aber es wird kommen. Ich glaube, wir beide werden das auch noch erleben, dass das so sein wird. Wer ist wir beide oder ihr beide? Wir sowieso. Wir sowieso, aber Sie werden es auch erleben, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das kommt. Aber wir können es nicht planen, weil wir auch viel Konkurrenz um uns herum haben. Wir haben Branchenprimus mit dem FC Bayern, die ganz andere Voraussetzungen haben als viele andere Mannschaften und bessere Voraussetzungen, als wir sie auch haben. Und von daher bin ich davon überzeugt, wenn wir weiter so intensiv und gut arbeiten und einem gemeinsamen Ziel verfolgen, das machen wir, dann wird das irgendwann kommen. Und deswegen werden wir es nicht planen, aber wir werden, wenn es dann so sein soll, wie es angekündigt hat, dann werden es tolle Tage werden hier. Dann wird es richtig. Das Wichtigste. Die wichtigste Voraussetzung für die Meisterschaft ist wirtschaftliche Substanz. Wie steht ihr da? Ja, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir entschulden. Wann ist Schalke schuldenfrei? Wir sind 2019 sind wir komplett durch, wenn wir weiter in dem Maße tilgen wollen und können. Da spielt natürlich der sportliche Erfolg eine große Rolle. Wir wollen schon international spielen, klare Sache. Der Auftrag an Horst Held vom Aufsichtsrat ist, eine leistungsfähige Mannschaft zusammenzustellen. Das ist ihm gelungen. Wir haben eine Bombentruppe, eine junge Mannschaft. Großes Kompliment. Und dazu gehört dann, nicht verrückt zu spielen. Ich versuche immer wieder zu erden. Auch nach dieser Woche sage ich, nicht spinnen anfangen. Lasst uns ruhig und sachlich weiterarbeiten. Wir haben eine Phase der Ruhe auf Schalke die letzten 2 Jahre, wie wir sie lange, lange nicht hatten. Und ich denke... Und da kommt der sportliche Erfolg kommt.
Das ist gegeben, davon bin ich überzeugt. Ein Journalist hat mal zu uns gesagt, Schalke ist langweilig geworden. Und dann habe ich gesagt, dann sind wir auf einem guten Weg. Also, ja. Da machen wir alles richtig zurzeit. Das kann man so sagen. Bester Start seit 41 Jahren. Und nach nur einem Werbespot in rund 30 Sekunden, liebe Zuschauer, beschäftigen wir uns mit einem Zitat, das eine sehr prominente Persönlichkeit aus der Welt des Fußballs über Horst Held gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, der Horst, der ist zu lieb für die Bundesliga. Ein Spot.